Dieses Buchenholz ist ein Klassiker zum Räuchern. Weniger gut geeignet zum Räuchern sind zum Beispiel Hölzer wie Birke. Man kann zum Beispiel solche Holzschnitzel in das Feuer legen, ja, also über das brennende Buchenholz. Idealerweise ist das auch Buche, das ist jetzt Kirschbaum. Und dann haben wir hier ebenfalls von der Buche feines Räuchermehl, bei dem noch so ein paar Späne dazwischen sind. Gerne noch ein bisschen feiner gemahlen als das. Ist super gut, um Rauch in diesen Tischräucheröfen zu erzeugen. Bei einer Forelle, ich sag mal so 25, 30 Minuten, 80 Grad gehalten hat, vielleicht auch 90, besser nicht mehr als 100. Ja, weil dann werden die Schwänze der Fische häufig, weil die ja am weitesten am Feuer hängen, werden die krumm. Erst wenn er so 25, 30 Minuten Hitze hatte, dann ersticken wir das Feuer, hauen nochmal Holz unten rein, machen die Luke zu und vertrauen auf die Rauchentwicklung. Und das ist die Phase, in der der Fisch veredelt wird. Und die kann nicht wirklich lang genug sein.